Herzlich willkommen zu einem wunderschönen Samstag im Monat März hier auf Wir spielen es. Mit dabei heute ist der liebe Extreplay. Servus zusammen. Und heute haben wir eine Runde Lach mal wieder geplant. Zweite in diesem Fall. Und ja, ihr kennt ja das Format schon und ist eigentlich ganz simpel. Magst du anfangen? Jo, gerne. Ich habe jetzt hier erstmal als erstes einen Langwitz rausgesucht. Ein Informatikerwitz. Wo ich den gelesen habe, musste ich selber lachen, wie bekloppt da. Aber ich fand ihn richtig gut. Also ich fange einfach mal an. Ein Tourist geht in eine Zoohandlung. Während er sich so umschaute, kam ein Kunde in den Laden und sagte zu dem Verkäufer: Ich hätte gern einen Excel-Affen. Der Verkäufer nickte, ging hinüber zu einem Käfig und holte einen Affen raus. Er machte eine Leine an den Affen, übergab ihn dem Kunden und sagte: Das macht 3000 Euro. Der Kunde zahlte und verließ das Geschäft. Erstaunt ging der Tourist zu dem Verkäufer und sagte: Das war aber ein sehr teurer Affe. Warum kostet der denn so viel? Der Affe kann Excel programmieren. Sehr schnell, wenig aufwendig, keine Fehler und eben sehr günstig. Der Tourist schaut zu einem anderen Käfig und sieht dort einen Affen. Dieser ist ja noch teurer. Der kostet ja 5000 Euro. Was kann dieser denn? Oh, dies ist ein Webaffe. Er beherrscht das Design von Webseiten, kann programmieren, präsentieren und all dieses nützliche Zeugs, sagt der Verkäufer. Der Tourist schaut sich noch eine Weile um und sah einen dritten Affen im Käfig. Der Preis hing an einem Hals. 25.000 Euro. Er lief erstaunt zu dem Verkäufer und sagte: Diese kostet ja mehr als alle anderen zusammen. Was zum Himmel kann der denn? Der Käufer antwortet: Tja, ich habe ihn noch nie etwas Nützliches tun sehen. Aber die anderen Affen nennen ihn Administrator. Der ist gut. Ja, ich musste da sofort eigentlich auch an unsere neue Webseite denken, den Punkt, ne? Weil ich da auch ewig lang dran gesessen bin. Ja, da habe ich also gewusst, so, ja, die von Strato, die Administratoren, die haben auch nichts drauf, ne? Die kriegen einen Haufen Kohle. So, jetzt du. Ja, und zwar kommt ein Reh zum Arzt und sagt: Sie müssen mir helfen, ich habe Haarausfall, sagt der Arzt. Das sind Sie bei mir falsch. Sie müssen in eine Reha-Klinik. In eine Reha-Klinik. Wie geil. Ja. So, jetzt kommt ein Böser. Also der soll jetzt nicht rassistisch sein. Alter, der Sprachfehler schon wieder. Ne? So. Hole beim Arbeiter. Ich suche Arbeit, sagt er. Ich habe hier was für Sie. Lohn 20% über Tarif, 40 Tage Jahresurlaub, 3 Tage des Monats Gehalt. Hole, willst du mich verscheißen? Sachbearbeiter, wer hat denn damit angefangen? Böse. Ja, also da soll ich rassistisch sein, das muss man ja bei YouTube immer dazu sagen. Ne? Ja, ne. Diese Menschen nehmen das immer ernst. Atomwissenschaftler. Keiner lacht, alle strahlen. Der ist alt, aber gut. So, jetzt suchen wir mal noch einen längeren raus. Mhm. Über den habe ich auch ziemlich lachen müssen heute Morgen. Kommt ein 94-Jähriger in heller Aufregung zum Arzt. Herr Doktor, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin 94 Jahre alt. Meine Frau ist 25 und kriegt kein Kind. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann das sein? Sagt der Arzt. Nun mal ganz ruhig. Stellen Sie sich einfach vor, Sie gehen sonntags im Wald spazieren und sehen einen Hasen. Sie legen Ihren Spazierstock an, zielen und rufen Peng. Und der Hase fällt tot um. Ja, ist doch klar, meint der Greis. Das hat jemand anderes geschossen. Sehen Sie, sagt der Arzt, Sie verstehen es doch doch. Oh. Böse, aber wahr, ne? Ja, wohl wahr. So, jetzt habe ich auch mal einen langen. Nämlich einen guten alten Fritzchenwitz, den ich zu genial fand.
Die Lehrerin fragt im Musikunterricht die Schüler. Na, wer kann mir ein Instrument nennen? Meldet sich Lisa. Eine Trompete! Lehrerin. Richtig, Lisa. Wer kennt noch eins? Darauf antwortete Udo. Gitarre! Darauf die Lehrerin. Sehr gut. Noch eins? Fritzchen. Saxosi. Die Lehrerin verwirrt. Aber Fritzchen, das ist doch gar kein Instrument. Darauf Fritzchen. Aber sicher. Neulich ging ich an den Schlafzimmertür meiner Eltern vorbei und da hörte ich meine Mutter klar und deutlich zu meinem Vater sagen: Mensch, Kind, wenn ich deinen Sack so sieh, dann ist es schon ein Mordsinstrument. Böse. Wenn wir aber gerade bei Fritzchenwitzen sind, da habe ich auch einen rausgesucht. Die Lehrerin im Unterricht. Wenn auf einem Ast drei Vögel sitzen und ich einen abschieße, wie viele sitzen dann noch? Sitzen dann noch dort? Meldet sich Fritzchen. Gar keine, Frau Lehrerin. Aber wieso denn? Wenn sie einen abschießen, fällt er runter und die anderen flattern vor Schreck davon. Die Lehrerin. Das war nicht die Antwort, die ich erwartet habe, aber deine Art zu denken gefällt mir. Darauf Fritzchen. Ich habe auch ein Rätsel für Sie. In einem Eiscafé sitzen zwei Frauen. Eine beißt und eine lutscht ihr Eis. Welche ist verheiratet? Die Lehrerin wird rot und überlegt. Sie sagt, die, die ihr Eis lutscht? Fritzchen, nein, die mit dem Ehering, aber ihre Art zu denken gefällt mir. Oh Mann. Ein Kunde ruft beim Computerservice an. Mein Monitor ist kaputt. Darauf der Service-Mitarbeiter. Ist der denn an? Der Kunde. Ja, Service. Dann machen Sie ihn mal aus. Und zum Schluss der Kunde. Oh, jetzt geht er. typischer Media-Mike-Leipzig-Fall. Ja. So, bei mir kommt zum Beispiel ein kurzer. Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Das kann nicht sein. Tote können nicht schwimmen. Ich habe da auch noch einen kurzen. Was heißt Puma? Probiere unbedingt mal Adidas. Immer diese Markenwitze. Ja. Ja, ich suche mal weiter. Kannst du gleich mal zwei hintereinander machen? Klar. Wenn du unbedingt Benzin sparen willst, warum fahren wir dann nicht mit dem Zug? Sei ruhig und schiebe weiter. So, was haben wir noch kurzes? Ein typischer Chuck Norris Witz, der musste einfach sein. Chuck Norris hat mal einen Anstarrwettbewerb gegen sein Spiegelbild gewonnen. Da noch einen kurzen. Was sind die teuersten Tomaten der Welt? Geldautomaten. Was für Tomaten? Geldautomaten. Aha. Oh, nee. Flach, aber ja. So, was habe ich noch? Ein Autofahrer ist ein Politikerwitz, also nichts gegen Frau Merkel, aber sie kommt drin vor. Ein Autofahrer steht im Stau. Plötzlich klopft ein Mann an seinem Fenster. Angela Merkel wurde entführt. Der Entführer verlangt 10 Millionen Euro Lösegeld oder er übergießt Merkel mit Benzin und verbrennt sie. Ich und meine Freunde gehen nun von Auto zu Auto und sammeln. Der Autofahrer. Wie viel spenden die Leute im Durchschnitt? Ah, circa 4 bis 5 Liter. Der ist böse. Oh, aber auch gut. Hast du noch einen? Einen kleinen habe ich noch, aber dann bin ich dann auch fertig. Mehr habe ich nicht mehr rausgesucht. Okay. Ein Polizistenwitz. Ja. Was ist in zwei Teile gerissen? Was ist ein in zwei Teile gerissener Bierdeckel? Ein Puzzle für Polizisten. Ja. Und was ist ein ganzer Bierdeckel? Ja, die Vorlage dazu. Oh, der ist richtig gut.
heute kriegt jeder sein Fett weg. Die Blondinenwitze habe ich ja heute mal rausgelassen. Ne? Ich schaue gerade, ob ich noch einen habe. Ja, ich denke, ich habe noch einen. Sagt ein Mädchen zu einem Jungen. Weißt du, dass Mädchen schlauer sind als Jungs? Nein, das wusste ich nicht. Antwortet das Mädchen. Siehst du. Oh, oh nein. Ah. Ja. Das war's schon wieder von dieser Folge, wa? Ja. Ich muss schauen, dass ich in dem nächsten Monat dann noch eins hinbekomme, damit ich auch wieder was habt. Im Februar hat's ja nicht geklappt, dafür fahren wir dann einen Ersatz. Ja, ich hoffe, dass es euch gefällt und dass ihr diesen Ersatz dann auch öfters mal sehen wollt, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht dazu komme, eine Folge Lach mal wieder zum Beispiel aufzunehmen. Jedenfalls vielen Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt. Danke auch an Exerplay, dass er das mitgemacht hat. Kann nur doch. Und ja, für die nächste Folge müssen wir dann mal schauen. Ja, der Gast hat natürlich, wie immer üblich das ist, das letzte Wort. Das heißt, ich sag Tschüss und das letzte Wort hat dann Exerplay. Ja, ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuschauen. Unter dem Video dürft ihr gerne den Abonnier-Button drücken. Dürft auch gerne ein Like da lassen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielleicht mit mir, vielleicht auch mit dem Simon, der demnächst ja hier öfter seine Video auch bringt. Ich bin jetzt auch raus. Ciao.